Verdammt. Das, das ist eine erwachsene Person? We're looking for your girlfriend. She's been missing for a few days now. You were the last one to see her before she vanished, right? You're her boyfriend. Aren't you worried about her? De Yura-san, sansei taegitai. Foul creature. We found bloodstains in the very area where the two of you are last seen. Huh? Was ist? Weiß? Kannst du mal näher kommen? Aus irgendeinem Grund hat jemand gerade dein Mikrofon gefühlt 500 Meter weiter weggestellt. Was ist denn da kaputt? You can hide nothing from Grimoire Weiss. Confess, oh guilty one. Confess and unburden your soul. Confess, lest others who are not as forgiving as I discover your terrible secret. Es war ein Unfall. Accident or not, a person died. Trying to cover that up is a serious crime. Sicher, dass sie tot ist? Ich meine, sie kann ja auch gerade einfach nur irgendwo untergebracht sein. Und nur er weiß, wo sie gerade ist. Und damit meine ich jetzt nicht in dem Sandfluss. Okay, wenn er schon so sagt, dann ist sie wohl wirklich tot. So was da te. Also doch in den Sand rein. We appreciate the honesty. We're gonna check on the sand spot well. You stay here. Schätze, der kommt wohl mit Mörder davon. Mit Mörder davon? Mit Mord davon. Ich hatte gerade im Kopf gehabt, getting away with murder. Ist ja, von welcher Band war das? I don't know. War das Papa Roach? Kein Schimmer mehr. Absolut kein Schimmer mehr. Wait, ist X markiert jetzt nicht mein Ziel, oder? Ja, flieg durch die Gegend wie so ein Flummi. Ist das jetzt egal, welchen Brunnen ich mir angucke, oder ist es dann ein ganz bestimmter nur? Achso, ich muss zurückschieben scheinbar. Zurückziehen. So rum. Schieben. Wer schiebt denn etwas zurück? Du hast den Sandhosenbrunnen vom Friedhof von Fassad freigeschaltet. Machen wir einfach erstmal alle auf. Diese Sandhosenbrunnen wirken aber nicht jetzt wie, als wenn das eine Art Schnellreisegedöns wäre. Weil, was soll das bringen? Ich hasse diese Wölfe. Weil was soll das bringen? Ich meine, wozu sollst du jetzt quasi von da
nach da reisen. Hä? Das macht vielleicht Sinn, wenn da hinten, ja, das macht da hinten vielleicht Sinn, dass du von da dann nach hier unten dann hinreist, damit du dann schneller nach Fassad kommst. Sonst aber... ja, komm, schmeiß die rote Mondblume rein. Ich werde jetzt hier scheinbar zum Vegetarier. This is hardly the most pleasant task you've ever signed us up for. I don't see a body. How peculiar. Do you think the young lad lied to us? Why would he lie about the body and not the murdery bit? Well, I guess we should go tell the family. So there was no body to be found. What's going on here? She must have been carried off by the sands. Or the wolves. Oh no. Or perhaps the man was mistaken all along. Die Übersetzung war falsch. Muss vom Wasser fortgetragen worden sein. Wir sind in der Wüste, hier ist kein Wasser. Oder hatte man irgendwas falsch gemacht und meinte quasi, das wäre jetzt hier eigentlich Wasser gewesen. Oder hatte man das ursprünglich mal vorgehabt? Aber scheinbar ist die Quest jetzt dahingehend erledigt oder wie oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen jetzt zurückgehen und der Familie berichten. Es klingt nicht fertig, aber okay. Ich dachte eigentlich, dass wir da jetzt reingehen, weil wahrscheinlich dann die Leiche irgendwo da drinnen zu finden ist. Aber... Spiel sagt nein. Jetzt ist das Problem, ich habe keine Ahnung, wo der NPC ist für die Quest. War die irgendwo da hinten? Oder, nee, bist du das? Oh, die war am Leben. Listen, your daughter is... Wait, what? Sie hat sich als Wache verkleidet. But your boyfriend told us you were... Sato! Tande, you... Istirinda! Tachi, itteruto? Rudeasa kingiterutai! Ich mag die Stimme irgendwie von ihr. I don't understand a single thing that's happening right now. Could the man possibly have been deluding himself this entire time? Oh. Also entweder ist sie das, oder irgendwas sehr, sehr Verdrehtes geht hier gerade ab. Zum Sinne von, oh, sie vermisst ihre Tochter, die Tochter ist aber seit Tagen nicht aufgetaucht. Gemäß Regel Schlag mich tot haben wir jetzt also hier anzuordnen, dass eine Tochter ersetzt wird. Ergo, die Tochter ist wieder da. Auch wenn es nicht die Originale eigentlich ist. Da, sore, kutochizo, kite, itaodeku, seteskai. Tatote. Warum sagt sie wie auch immer? Also er geht davon aus, dass sie definitiv tot ist. Und ich weiß ja nicht, was er genau gemacht hat. Ob er sie jetzt da irgendwie in den Sand da reingeschmissen hat und die ist dann irgendwie davongetragen worden oder begraben oder sonst was. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das die echte Tochter ist. Kusagi de
Okay. Bye-bye, I guess. Bye-bye, I guess. Jetzt habe ich nur noch diese zerbrechliche Lieferung. Nope, die mache ich, wenn dann eher zu einem etwas späteren Zeitpunkt, weil ich habe keinen Bock, mich da mit diesen dämlichen Wölfen herumzuärgern. Yep. Lieber baller ich die Wölfe aus der Ferne um und kann einfach easygoing hier hinkommen, statt wie blöde da herumzuspringen und am Ende dann trotzdem nichts hinbekommen zu haben, weil irgendein Wolf plötzlich meinte, eine Kopfnuss eingeben zu müssen. Oder nicht nur das, sondern irgend so ein random Skorpion taucht plötzlich auf einmal auf und trifft einen sofort. Boah, ist das ätzend, wenn sowas passiert. Vor allen Dingen, weil ja scheinbar dann, wenn die Gegner, nee, nicht wenn die Gegner sind. Wenn du die Quester hast, da scheinbar die Gegner dann, das ist wirklich nur Vieh hier. Wenn du die Quest hast, scheinbar hier wesentlich mehr Gegner auf einmal auftauchen. But why? Das ist nur minimaler Zeitersparnis. Yeah. Das ist ein minimales Zeitersparnis. Wofür? Ich meine, wenn da hinten vielleicht noch irgendwo was ist. Ich glaube, da sehe ich gerade irgendwas Grünes. Wenn da, wo der Sandsturm ist, vielleicht noch irgendwo was ist, dann okay, maybe. Und wie gesagt, der hier macht vielleicht noch Sinn, um dann schneller nach Fassad zu kommen. Ansonsten sehe ich keinerlei Sinn, warum man hier eigentlich diese Schnellreise gerade zur Verfügung stehen hat. Und apropos Sandsturm, ich kann ja da reingehen. Oh, da lag was. Silbererz. Kann ich hier reingehen und irgendwas finden? Auf jeden Fall ist da oben links diese eine Stelle, wo ich eine grüne Fläche gesehen habe. Wäre vielleicht besser, wenn ich hier mit der Sau durch die Gegend reite, oder? Falls ich die rufen kann. Ich glaube, da hinten ist es. Oder? Nee. Hä? Habe ich keins? Hab keins. Ja, super. Kommt also hier nicht hin. Oh. Haben wir mal irgendwas hier rumfliegen? Ich meine, sich die Gegend mal genauer anzugucken. In Anführungszeichen genauer anzugucken. Ich meine, so weit wie man halt sehen kann durch den ganzen Sandsturm hier, ne? Aber kann ja sein, dass hier irgendwo was rumliegt. Das ist ein bisschen auffällig hier. Warum ist hier ein Pfad? Warum ist hier eine Treppe? Okay, da unten ist Treibsand. Meine Fresse, diese dämlichen Wölfe. Was habt ihr davon? Gott, sind die ätzend. Nicht nur, weil die ganze Zeit wie Fliegen um einen herumschwirren, sondern erst recht dann, wenn die meinen, dann auf einmal einen nach dem anderen anzugreifen. Ah, man hätte ja meinen können, dass man jetzt hier... Oh, was? Oh, ich kann angeln! Was kann ich denn angeln? Ein Eimer. Vielleicht hatte ich nur Pech. Mal gucken. Oh, was? Der Fisch. Was für ein Fisch? Ein Sandhai oder was? Habe ich den falschen Köder? Ja, das ist wahrscheinlich, wa?
Schmeiß mal eine Sardine rein. What the? Okay, was auch immer hier drin ist, kann ich gerade scheinbar nicht angeln. Die Ausdaueranzeige hat sich gerade überhaupt nicht bewegt. Und der Köder wurde verdammt schnell abgerissen. Hi, euch habe ich nicht vermisst. Weg mit dir. Oh, Silbererz. Ich brauche kein Silbererz, ich brauche... Oh, lass mich los, Wauzi. Gott, diese Drecksviecher hier. Ich brauche... was brauche ich nochmal? Ich brauche Eisenerz, wenn... Aber hey, immerhin habe ich hier so einen Brunnen wieder gefunden. Hallo? Ah, jetzt. Also habe ich auch eine Schnellreise zu diesem Ort. Weiß der Geier warum. Kann das vielleicht für später auch wichtig sein? Gott, wie viele Wölfe sehe ich hier gerade auf der Map? Warum sind hier so viele Wölfe in der Wüste am Leben? Hat hier jemand einen Zoo gehabt und da waren die ganzen Wölfe? Und die sind irgendwie entkommen? Holy shit, man. Holy Batman! God damn it! Wenigstens sind die jetzt alle weg vom Fenster. Also manchmal können Gegner echt lästig sein. Hier ist ja gar nichts. Ich sehe schon wieder ein paar Wölfe. Ich meine aber irgendwo... Da habe ich auch ein Item gesehen. Silbererz. Einfach random irgendwo in der Gegend am liegen. Warum ist hier ein Tor? Ist das das, wo... Ja, das ist wahrscheinlich das, wo dahinter eine Grünfläche ist. Looks like we can't get in yet. Hm, okay. Schade, dass da jetzt kein Brunnen ist. Wahrscheinlich ist dahinter ein Brunnen, aber... Ja gut, dann mal weg hier, ne?
Dann mal weg hier und zum Märchenwald, ne? Ja, zum Märchenwald. Und wenn ich mich nicht irre, dann haben wir da ein Text-Adventure. Doch, endlich kann man wieder mal was sehen. Fällt mir gerade ein. Habe ich das noch? Nee, ich glaube, ich habe die Seite nicht gespeichert. In China. In China gibt es scheinbar wohl eine etwas unglückliche Zensur von Blut. Weil aus irgendeinem unerklärlichen Grund meint man da, dass man das Blut zensieren muss und dann zwar auf die Art und Weise, dass man es umfärbt. Ich sag mal so, wenn man es umfärben würde, was würdest du da nehmen? Wahrscheinlich würdest du irgendeine andere Farbe nehmen. Keine Ahnung, grün, blau, vielleicht schwarz. Die haben sich dazu entschieden, weiß zu nehmen. Wobei, das sieht eher aus, als hätte man die Stelle rausgeschnitten. Und das Weiße ist einfach nichts weiter als sozusagen das weiße Blatt Papier. Und, ja, da kommen dann schon mal Bilder zustande, die halt nicht aussehen, als wenn das eigentlich gerade irgendwie eine blutige Szene wäre. Ja, sondern eher, als hätten irgendwelche Leute gerade miteinander gevögelt. Oder als wenn irgendwas Ähnliches passiert gerade wäre. Ich weiß nicht, also, vielleicht finde ich ja mal eben was. Ja, ich finde da so ein bisschen gerade was. Nicht unbedingt das, aber was ich gerade finden wollte. Weil da findest du jetzt gerade alles Mögliche. Ja, nehmen wir das hier mal. So, Uno Momento, ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wie ich das hier mache, weil ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das ist die Bildschirmaufnahme. Oh, verdammt. Wie mache ich das jetzt hier? Kann ich das hier wegmachen, ohne dass ich das jetzt sofort hier bei euch wegmache? Ja, scheinbar ja. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich das bei euch hinkriege. Ich habe ja gesagt, in China gibt es scheinbar irgendwie eine echt merkwürdige Art und Weise zu zensieren. Und ja, ich hoffe mal, wenn ich da jetzt drauf drücke, dass das passiert, was ich jetzt haben möchte. Ja. Tolle Zensur. Also, weiß ich nicht. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Vor allen Dingen, wer hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist? I don't know. Ah, verdammt, falsche Taste. Ich glaube, ich habe jetzt gerade das Spiel irgendwie gemutet. Kann das, ja, weil ich ja, genau. Ist egal.
Ich das mal eben kurz wieder kleiner machen. Ich müsste mir eine Szene machen, wo ich... Ups, nicht Szene. Irgendwas einstellen, damit ich dann quasi das dann so hab. Ohne dass da irgendwas ist. Was ich da verhunze. So. Und ich habe da auch andere Bilder gesehen. Ein Bild zum Beispiel, wo halt eine Blutlache im Raum ist und zwei Leute liegen da. Ja. Blutlache. Mhm. Zensur finde ich ja manchmal sowieso ein bisschen merkwürdig. Au. Aber wenn man so eine Zensur macht, dann weiß ich nicht, ob das jetzt besser geworden ist dadurch oder schlechter. Aber dadurch kriegst du dann auch wirklich sehr, sehr merkwürdige Szenen dann auf einmal hin. Die wahrscheinlich ungewollt einfach nur witzig sind.